Die Natur ist nicht statisch. Wasser, Wellen, Licht. Alles ist in Bewegung. Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen diese Dynamik auf den Grund gehen. Sie wollen zusehen, wie sich kleinste Teilchen bewegen. Atome, Moleküle, Elektronen. Um damit Großes zu bewegen. Denn das, was man mit eigenen Augen sieht, kann man analysieren und eines Tages vielleicht gezielt steuern. Hamburg verfügt über eine exzellente Infrastruktur für Grundlagenforschung dieser Art. Hier finden sich herausragende Röntgen-, Laser- und Synchrotronanlagen. Eine Vielzahl renommierter Forscherinnen und Forscher haben sich im Exzellenzcluster The Hamburg Center for Ultrafast Imaging zusammengetan. Sie wollen nichts weniger als einen wissenschaftlichen Traum verwirklichen. Den molekularen Film. Dieser Film wird die Tür öffnen für ein neues Verständnis der Natur. Wissen, das gebraucht wird, um Entwicklungen in Medizin und Technik maßgeblich voranzutreiben. Das wird unsere Welt verändern. Das ist CUI. Mein Name ist Horst Weller. Wir erforschen hier die Herstellung und die Anwendung von Nanokristallen und ich bin einer der Sprecher von CUI. Wir entwickeln immer neue Syntheseverfahren für neue Materialien, die wir dann als Nanokristalle herstellen wollen. Wir entwickeln Methoden, wie die fertigen Partikel dann hinterher angewendet werden können, entweder in Displays oder ein ganz großes anderes Feld ist in der Medizin. Da versucht man mit Hilfe von Nanopartikeln eine Bildgebung zu machen, zum Beispiel in der Diagnostik, dass man eben frühzeitig Krankheiten erkennen kann, aber auch noch weitergehend, dass man diese Nanopartikel dann benutzt, um da Medikamente dran zu hängen und die gezielt an die erkrankten Gebiete im Körper bringen kann. Und mit den Röntgenstrahlquellen bei DESY können wir sehen, wie sich diese Teilchen entwickeln. Mit dem Elektronenmikroskop schauen wir uns das Ergebnis an, wie die Teilchen hinterher aussehen. Da können wir es ganz genau sehen, wie die Struktur ist der endgültig entstandenen Teilchen. Zu welchem Zeitpunkt entscheidet sich dieser winzig kleine Kristallit dazu, nicht in alle Richtungen zu wachsen, sondern nur in eine Richtung zu wachsen? Das sind Fragestellungen, die für die Anwendung nachher von großer Bedeutung sind. Hallo, ich bin Philipp Wessels und bin hier Postdoc im CUI und arbeite an einem Physikforschungsprojekt. Da ist es halt sehr spannend zu sehen, dass wir halt eben diese beiden Bereiche aus der Ultrakurzzeitphysik und aus der Welt der ultrakalten Quantengase kombinieren. Wir wollen halt versuchen herauszufinden, wie schnell quantenmechanische Systeme miteinander kommunizieren können. Also ich habe mich für ein Forschungsprojekt im CUI entschieden, weil ich tatsächlich das sehr spannend finde, dass hier verschiedene Bereiche zusammenkommen und dass es ein sehr interdisziplinäres Zentrum letzten Endes ist und dass man auch sehr gute Möglichkeiten hier in Hamburg hat, diese Forschung durchzuführen. CUI bietet außerdem natürlich die Graduiertenschule. Konkret sieht das so aus, dass man im Rahmen von Vorträgen das eigene Forschungsthema präsentiert oder andere Forschungsthemen kennenlernt. Andererseits hat man natürlich die Möglichkeit, international durch die Graduiertenschule finanziert auf Konferenzen zu fahren, um dort sein Thema vorzustellen und eben auch Netzwerke aufzubauen. Andererseits kann man eben auch Gastwissenschaftler nach Hamburg einladen und eben auch Kollaborationen zu bilden. Doktoranden, die konkret an einem sehr kleinen Problem arbeiten, was gerade bei uns im Labor auch wichtig ist, die kommen nach Hamburg und zeigen uns, wie sie das gelöst haben. Da können wir dann sehr viel von lernen, ohne alle diese Fehler zu wiederholen. Das geht aber natürlich auch bis hin zu Nobelpreisträgern, die wirklich dann hier Vorträge halten. Hallo, ich bin Arwin Pearson, ich bin Professorin bei der Universität Hamburg und CUI und ich bin Kristallographin und Strukturbiologin. In meiner Gruppe, wir arbeiten hauptsächlich auf Proteine. Verschiedene Proteine, so Enzyme, die katalysieren Reaktionen innerhalb der Zelle. Wir arbeiten auch auf Viren, zu verstehen, wie eine Virenkapsid sich aufbaut und abbaut. Wenn wir die so statisch anschauen, wo die nichts treiben, das ist zwar ganz schön und man lernt schon ganz viel über die Struktur, aber die Genauigkeit von wie es Chemie macht oder wie es signalisiert,
sieht man nicht. Und wir entwickeln dann in meiner Gruppe Methoden, wo man so eine seitaufgelöste Messung machen kann und wirklich diese Moleküle in Bewegung betrachten können. So, was gerade hier gebaut wird, ist, würde ich sagen, weltweit einzigartig. Also dies, an die Bahrenfeld Campus, man hat die Zusammenkommen von mehreren Institutionen, die alle sich interessieren, wirklich zu verstehen, wie Leben und das Welt funktioniert auf molekularer und atomarer Ebene. So, für uns, unsere Forscher, wäre nicht möglich, wenn wir nicht zusammen mit Chemikern, Physikern und Biologen arbeiten könnten. Und was ich sehr schön an CUI finde, ist, dass es wirklich bewusst gemacht ist, diese Versuche, Frauen in die Wissenschaft zu engagieren und auch dabei zu halten. Und es gibt eine Reihe von sehr schönen Programmen. Wir haben jetzt ein Mentoring-Programm zusammen mit DESI und der Uni, die versucht, junge Wissenschaftlerinnen zusammen mit etablierten Wissenschaftlerinnen zu bringen, dass wir uns gegenseitig helfen können. Mein Name ist Klaus Senkstock, ich bin Sprecher des Bundesexzellenzclusters CUI und leite zugleich Forschungsprojekte zu den Grundlagen der Dynamik von Atomen. Wir untersuchen die Grundlagen der Dynamik von Atomen, wenn sie nahezu ruhen. Das Wesentliche ist dabei, dass die Gesetze der Quantenmechanik, der Physik ganz essentiell dabei sind und wir damit untersuchen können, die wesentlichen Bausteine, wie Atome miteinander agieren, wie sie schlussendlich auch Moleküle bilden, wie ihre Funktionalität ist. Und dies wird dann weitergeführt von den Kolleginnen und Kollegen in ihren Forschungsgruppen, um dann zu sehen, wie größere Moleküle agieren, wie sie für das Leben wichtig sind, wie sie auch eingesetzt werden, dann in Nanostrukturen, die dann sehr viele Anwendungen haben. Innerhalb unseres Forschungsclusters vereinen wir hier Physik, Chemie, Biologie, Medizin. Wir arbeiten an dieser Schnittstelle der Forschungsrichtungen in Teams zusammen. Diese Teams von 3 bis vielleicht auch mal 10 und 20 Personen. Und nur so funktioniert moderne Forschung. Und dadurch, das ist eben ganz besonders wichtig, haben gerade die jungen Leute die Chance, an der Schnittstelle dieser Wissenschaften zu agieren und die verschiedensten Expertisen, die in Hamburg ja sehr stark vertreten sind, in all diesen Bereichen kennenzulernen, weiterzuführen und elementar damit ganz neue Forschung betreiben zu können. Es ist uns wichtig, moderne Wissenschaft, moderne Forschung auch gerade den ganz jungen Leuten, den Schülerinnen und Schülern schon nahe zu bringen. Wir möchten mit unserem Schulprogramm gerade auch die erreichen, die danach nicht in die Naturwissenschaften gehen, sondern die danach eher Juristin werden oder Mediziner oder Politikerinnen, Politiker. Und da einmal sich durchaus erinnern, hey, das war, ist moderne Forschung, so sieht es aus. Ich heiße Melanie Schnell und bin Projektleiterin am CUI und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut hier in Hamburg. Wir beschäftigen uns mit Molekülen. Das Ziel ist dabei, besser zu verstehen, wenn ich eine bestimmte Struktur habe, wie das auf die Funktion wirkt. Also ich verändere eine Struktur und schaue dann, wie ändert sich die Funktion dieses Moleküls dann zum Beispiel wieder in einem biologischen System oder in einem reinen chemischen Reaktionssystem oder so. Und dadurch, dass wir diese Wechselwirkung von Molekülen auf der molekularen Ebene uns anschauen, hoffen wir halt, dass wir da noch mehr zu beitragen können, um vorhersagen zu können, ich habe Molekül A und aktives Zentrum B und die gehen jetzt so und so aneinander. Und da ist es halt, wo die Anbindung auch an CUI kommt, wo wir von ganz kleinen Systemen im Fachgebiet A zu biologischen Systemen schon hoch zu Zellen im Teilgebiet B und dann zu eher Nanostrukturen im Teilgebiet C gehen wollen. Ich habe mir eigentlich immer den Arbeitgeber aufgrund der besten Forschungsbedingungen ausgesucht und dann erst versucht, die Gegebenheiten zu schaffen. Was mir da wichtig ist, ist auch, es ist gar nicht so sehr das besser Merchant, das ist wirklich diese kleinen Sachen, Uhrzeiten, wenn es zum Beispiel Wochenendveranstaltungen gibt, wie Symposien, dass man da Kinderbetreuung organisiert. Das ist mir wichtig. Wichtig ist mir aber auch einfach die
das Bewusstsein zu wecken. Hallo, mein Name ist Dwayne Miller. Ich bin ein Direktor für die Max Planck Institute und ein Sprecher für CUI. Unser Forschungsbestreben ist es, einen direkten atomaren Blick auf Chemie und Biologie in Aktion zu bekommen. Jedes Mal, wenn wir das bislang versucht haben, haben wir eine Überraschung erlebt. Denn das, von dem wir dachten, dass es passieren würde, geschah in dieser Form überhaupt nicht. Aber jedes Mal haben wir etwas Wichtiges gelernt. Wenn wir nun CUI betrachten, sehen wir eine einzigartige Struktur. Wir haben hier eine überaus interessante Einrichtung. Das European X-Fell, Petra 3, DESI. Wir haben eine große Anzahl von weltweit führenden Experten auf Gebieten wie den ultrakalten Atom und den Grundlagen der Physik. Und wenn man bedenkt, welche verschiedenen Wissenschaften hier in Hamburg durch CUI zusammengebracht werden, denke ich, dass das weltweit wirklich einzigartig ist und dass CUI große Wirkung zeigen wird. Es wird uns helfen, biologische Systeme und Quantenphysik besser zu verstehen. Wenn wir auf die nächsten 10 oder 20 Jahre blicken und einschätzen sollen, wo die Reise hingeht, denke ich, dass wir verstehen, wie Biomoleküle auf einem individuellen molekularen Niveau funktionieren. Und das wird zwei der drei grundlegenden Fragen über lebende Systeme beantworten. Aus der ganzen Welt kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hamburg zusammen, um für die Zukunft zu forschen. Physik, Chemie, Molekularbiologie. Hier geht es um die Grundlagen. Gemeinsam, über Fach- und Institutsgrenzen hinaus. Spitzenforscherinnen und Forscher der Universität Hamburg, des Deutschen Elektronensynchrotrons, der Max-Planck-Gesellschaft, des European X-Fell und des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie Hamburg arbeiten hier Hand in Hand. Ein Tor zur Wissenschaft. Das ist CUI.